Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, mit euch über Storytelling in Social Media zu sprechen. Und Storytelling ist ein Thema, was mich schon seit meiner Kindheit quasi fasziniert und begeistert. Und ich möchte hier heute euch den Thorsten Ising vorstellen. Das ist jemand, der ein wunderbarer Social Media Experte ist und sich auch mit diesem Thema seit vielen Jahren beschäftigt. Wir sprechen darüber oft zusammen. Und ich möchte mit euch mal einfach ein Interview mit ihm machen, um ihn vorzustellen, aber auch Beispiele zu geben, wie Storytelling in Social Media funktionieren kann. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Thorsten, kannst du vielleicht ganz kurz was zu deiner Person sagen? Wo kommst du her? Wie hast du zu Social Media gefunden? Ja, mein Name ist Thorsten Ising, ich bin 44 und lebe mit meinen Kindern in Schlangen. Das ist ein kleiner Ort in Ostwestfalen-Lippe, also in Nordrhein-Westfalen ganz oben, so zwischen Bielefeld und Paderborn. Ich habe das Thema Social Media eigentlich im Rahmen digitaler Kommunikation schon immer gelebt, solange ich im Internet unterwegs bin, solange ich online bin. Früher nannten wir das nicht so. Früher hieß das halt ganz anders oder hatte noch gar keinen speziellen Namen, aber angefangen hat es tatsächlich mit diesen Bereichen rund um Foren, rund um Produktbewertung, rund um Dienste wie AOL, Bertelsmann damals, oder auch T-Online, diese ersten Interaktionen, die es so gab, die wir am Computer machen konnten, fernab vom Bildschirmtext und sowas. Also nicht nur der reine Konsum, sondern da, wo es dann wirklich spannend wurde, wo man selber in Foren schreiben konnte, wo man Bewertungen abgeben konnte und dort, wo man selber Inhalte bereitstellen durfte, konnte, Bilder hochladen konnte und sowas alles und plötzlich selber sogar im Internet eine Meinung hatte. Und ja, das war für mich der Einstieg in das, was wir heute so Social Media nennen. Sag mal, aus deiner Sicht, wie erklärst du einem Kunde oder einem Freund Storytelling? Im Grunde sehr einfach, aber differenziert. Also tatsächlich ist es in allererster Linie erstmal das Geschichten erzählen, das erlebbar machen von bestimmten Elementen, von bestimmten Dingen oder auch Produkten und Dienstleistungen. Wenn ich das zu einem Kunden erklären muss, ist das ein bisschen anders, als wenn ich es einem Freund erklären würde. Einem Freund würde ich vielleicht eher erklären, du musst es so plastisch, so greifbar machen, dass es sowohl deine Mutter verstehen würde, wie auch deine Kinder, aber du selber halt auch, lass das Fachliche weg. Und einem Kunden würde ich vielleicht eher erzählen, dass er diese Geschichte rund um ein Produkt oder eine Dienstleistung so erlebbar machen muss, nachvollziehbar, empfindbar, Dinge wie Emotionen mit einbringen muss, aber auch nacherlebbare Situationen mit einbringen muss, dass Wiedererkennung für den Leser, für den Betrachter, für den Zuschauer da sein muss, um diese Geschichte zu verstehen. Und dass es ohne Geschichte eben nicht funktioniert. Ein Produkt einfach hinzustellen mit einer lieblosen Produktfotografie, ja, das wird heute kaum noch funktionieren. Wenn ich aber den Bedarf, den Nutzen, den Schmerz desjenigen, der das Ganze betrachtet, vielleicht mit aufgreife und dieses Produkt emotional beschreibe, die Geschichte dahinter erlebbar mache, zeige, mit Hilfe von einfachen Bildern geht das ja auch schon. Also ich kann einfache Bilder nehmen und kann einfach feststellen, wow, das ist eine gelebte Geschichte und da gucken wir ja gleich auch in so ein Beispiel mal rein, dass ich anhand eines einzigen Bildes mit Hilfe von Text oder eben auch nicht unbedingt mit Unterstützung von Text schon genau weiß, was diejenigen von mir wollen. Und das wäre für mich Geschichten erzählen. Also ich würde mich freuen, wenn wir ein paar Beispiele anschauen könnten, damit das alles mal sich konkretisiert und wir uns das besser vorstellen können. Mit was könnten wir anfangen? Ja, wir könnten, also ich habe drei Beispiele mal rausgesucht, die wir uns insgesamt anschauen können. Ich habe mal eins genommen, was tatsächlich so diese menschliche Ebene trifft. Ja, also das, was wir vielleicht alle so denken und warum Beiträge innerhalb von Facebook an dieser Stelle ganz gut funktionieren. Dafür habe ich einen Beitrag genommen von mir selber. Der ging halt rund um die Wahl des Präsidenten jetzt in Amerika, aber betrifft halt auch unser Problem, nämlich dass wir nächstes Jahr auch Wahlen haben. Und das, was mich an dieser Stelle halt beschäftigt hat, war genau dieser Punkt.
Und die Situation, die ich da für mich gespürt habe und offensichtlich auch andere, also Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert und den zeige ich ganz gern als erstes. Ich schalte mal einmal rüber zu mir auf meinen Facebook-Kanal und übertrage euch den Bildschirm. Einen Augenblick. Wunderbar. Jetzt muss ich dich ein bisschen aus dem Bild nehmen. So, jetzt sollte mein Browser zu sehen sein, mein Beitrag zu sehen sein. Könntest du den vielleicht noch ein bisschen größer machen? Also Natürlich. Ich mache ihn mal ein bisschen größer, lese ihn aber dann auch mal vor. Ja, der Beitrag war halt am 9. November, das war nach der Wahl, dass man mit Ignoranz, Hass, menschenverachtendem Verhalten, Rücksichtslosigkeit, Kompromisslosigkeit, Dummheit und grenzenlosem Populismus durchs Leben kommt, ist schon schlimm genug. Dass man damit das mächtigste Amt der Welt bekleiden kann, ist tragisch, traurig, bitter und macht mir eine Höllenangst. Noch mehr Angst habe ich jetzt nur noch vor unseren Wahlen 2017, wenn hier die gleichen plumpen Mechanismen greifen, sind den Brandstiftern Tür und Tor geöffnet. Das hat halt tatsächlich an dieser Stelle ausgedrückt, was ich in dem Moment empfunden habe. Ja? Und dadurch, dass es nachempfindbar, nacherlebbar ist und es offensichtlich anderen Menschen genauso gegangen ist, hat es eine hohe Interaktion erfahren. Viele Leute haben darauf reagiert, viele Leute haben diesen Beitrag geteilt, also einige Beiträge haben den geteilt, einige haben den Beitrag kommentiert und ganz viele haben halt auf gefällt mir oder irgendeine andere Reaktion innerhalb von Facebook gedrückt. Ja, also da konnte man einfach dann sehen, ja, das sind Beiträge dieser Art funktionieren, weil sie nacherlebbar sind, weil sie nachempfindbar sind, weil sie eine kleine Geschichte erzählen, sogar mit Ausblick auf 2017 und die Menschen sich dort wiederfinden. Okay. Ich glaube auch, dass es ein interessantes Beispiel ist, einfach weil es darum geht, kann ich quasi aus meinem persönlichen Erleben erzählen, was kann ich mir erlauben, wie erzähle ich das, reagieren andere Menschen drauf, gibt es dann eben Anerkennung, wird es geliked oder gibt es dann Shitstorm? Also die Frage ist für mich im Zeitalter des Internets ja eben, wie kann Social Media auch helfen, mich weiterzuentwickeln? Bei aller Kritik, die wir immer gegenüber Social Media auch haben. Ich finde das auch ein sehr schönes Beispiel. Kannst du den mal ein bisschen noch runterscrollen, dass wir noch ein bisschen sehen, wie die Kommentare da waren? Es waren ja hier ziemlich viele, wie ich sehe. Also über 100 Personen haben da quasi reagiert, interagiert, was ja fürs Social Media Web sozusagen sehr wichtig ist. Ja, also in der Tat ging es natürlich von der Zustimmung, aber auch über die Zustimmung, was die Angst 2017 betrifft, aber durchaus auch dann in die Ernüchterung, in die Angst, leider die Bestätigung des Ganzen, also nicht nur auf Basis von Amerika, sondern halt auch tatsächlich, sie sind auf alle diese angesprochenen Punkte eingestiegen. Also man hat auf Amerika reagiert, auf Donald Trump reagiert, man hat auf die Angst reagiert, man hat auf die Traurigkeit reagiert, auf die Tragik, die dahinter steht, auf die Angst vor 2017, also nicht nur die Angst, die jetzt kommt, wenn Trump das Amt bekleidet, aber halt gerade auch auf die Angst, dass die Mechanismen bei uns genauso greifen könnten, dass diese Trotzwahlen, dass hier genauso passieren könnten, dass man vielleicht jemanden wählt, der einfach nicht die sind, die im Moment an der Macht sind. Ja? Einfach nur, damit eine Veränderung dort eintritt. Das ist aber ein plumper Mechanismus und hier ist es genauso betroffen. Ne? Jetzt eine ganz kurze Frage. Als du den geschrieben hast, also wie war dein Zustand vorher und wie war er währenddessen und wie war er nachher? Also was hat dieser Artikel mit dir als Mensch gemacht und was hat dieser Artikel auch gemacht im Hinblick auf das Netzwerk von Menschen, mit denen du dich umgibst, mit denen du dich austauschst? Also vorher war das tatsächlich so, wie ich es beschrieben habe. Ja, also tatsächlich hatte ich nach diesem Ergebnis schlicht Angst. Ja, also das war jetzt nicht so eine lebensbedrohliche Angst, aber es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ja, das ist schon eine Situation, genau so, wie ich sie geschrieben habe, empfinde ich das auch gerade. Also ich habe Angst vor den Wahlen 2017 und ich habe Angst davor, dass diese Mechanismen genauso hier greifen und ich habe Angst davor, dass sie Menschen bei der Wahl eine falsche Entscheidung aus vielleicht richtigen Beweggründen treffen. Nach dem Post
Und nach den Reaktionen war es tatsächlich so, dass ich beruhigt war, nicht alleine so zu denken. Ja, dass ich mich wohlgefühlt habe in der Situation, dass ich weiß, dass ich vor diesen plumpen Mechanismen zumindest in meinen Netzwerken nicht so große Angst haben muss. Ja, weil die eben nicht nur Trotzwähler sind. Das ist die menschliche Seite, also die zwischenmenschliche, die emotionale Seite oder die Seite, wie du mit deinen Menschen zusammenlebst. Und das hört sich sehr gut an, eben, dass du das geschafft hast, sozusagen diese Einsamkeit zu überwinden und gemerkt hast, du bist nicht alleine damit. Und die tragen das Gefühl von Sorge mit und auch die werden gemeinsam vielleicht dagegen stehen, gegen negative Entwicklungen. Jetzt zur Seite der Technik. Welche Wirkung hat das sozusagen jetzt auch gehabt, sozusagen auf der Social Media Seite im Sinne von Vernetzung oder von weiterer Reichweite? Jo, also erstmal ist der Beitrag recht aktiv angenommen worden. Also für mein kleines privates Netzwerk, was ich so habe, funktionierte der Beitrag halt sehr gut. Also Menschen haben darauf reagiert, haben durch ihre Reaktionen natürlich auch gezeigt, ihrem eigenen Netzwerk gezeigt, dass die sich diesen Beitrag gewidmet haben. Also andere Menschen, die nicht in meinem Netzwerk sind, haben diesen Beitrag halt dadurch ebenfalls sehen können, haben auch zum Teil darauf reagiert. Also es gab auch Menschen, die ich gar nicht kenne, die halt auf diesen Beitrag aufgrund der Reichweite dann reagiert haben. Social Media technisch hat es mir mit Sicherheit die ein oder andere Sichtbarkeit mehr gegeben. Technisch hat das keine große Auswirkung gehabt. Ja, also technisch war es so, Reichweite ist gesteigert worden, ja. Das war hier an dieser Stelle für mich privat aber gar nicht Auslöser. Das war ein Nebeneffekt, ja, und es war auch nicht unbedingt Grund, dass ich den Beitrag aber so geschrieben habe, wie ich ihn geschrieben habe, das war schon absichtlich. Ja, also ich mache mir bei den meisten meiner Beiträge halt die Gedanken darüber, ob es ein Beitrag sein sollte oder ob es ein Beitrag wird, der da draußen die banale Information trägt oder ob es tatsächlich dem unserem ganzen Netzwerk und gesellschaftlichen Bild vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise noch beitragen kann. Ich poste relativ wenig in Social Media, obwohl ich recht viel unterwegs bin, aber seit langer Zeit schon, seitdem ich gesehen habe, wie plump, wie einfach, wie viele Dinge dort unbedacht reingesetzt werden, bin ich da sehr spartanisch geworden. Aber dafür dann immer nachdenklicher und strategischer natürlich. Schön. Vielen Dank für das erste Beispiel. Hast du noch ein weiteres Beispiel? Ja, also gerade in den ganzen unternehmerischen Bereichen ist es halt interessant zu sehen, wie einfache Beiträge funktionieren. Ja, und jeder von uns kennt den Autovermieter Sixt. Ja, durch die Autovermietung ist egal, wo man hinkommt, es gibt halt viele unterschiedliche Partner, wo man so ein Auto mieten könnte, Mobilität mieten könnte sogar. Aber keiner fällt so auf durch die einfache, aber geniale Werbung, die die da draußen so machen. Und die tragen sie natürlich auch in Social Media. Also wenn man sich mal so Facebook anschaut, was natürlich auch ein verlängerter Arm ist, ja, sieht man es jetzt ein bisschen übergroß, macht man ein bisschen kleiner. Dort ist es dann so, dass sie das Six durch ihre teils provokante, aber sehr aktuelle Werbung auf einem Bild auffällt. Ja? Und wenn man sich solche Bilder mal anschaut, ja, gucken wir uns mal eins an. Ihre Schwiegermutter ohne Sixt und ihre Schwiegermutter mit Sixt. Und darunter steht einfach nur der Satz, aber die Fahrt war schön. Ja, ist halt sofort eine Geschichte, sofort ein hervorragendes Beispiel. Auf einem einzigen Bild, da gehörte nicht viel Mühe zu. Das hat keinen hohen Aufwand oder sonst irgendetwas. Es ist einfach grandios erzählt. Und so machen die das in sehr, sehr vielen Bereichen immer wieder sehr gut. Ich scroll mal ein bisschen runter, um so ein anderes Bild zu holen. Hängt gerade ein bisschen mein Internet. Aber da ist es zum Beispiel, da ist das Schwiegermutterbild nochmal, oder holen wir uns mal noch sowas. Kleiner Tipp hier,
jetzt günstige Angebote sichern, das verpackte Geschenk, aber der Beitrag dazu, kleiner Tipp, es ist kein Buch, keine CD und kein paar Socken. Ja, uns reicht das, wir können erkennen, es ist ein Auto. Schön fand ich ja auch die Ideen mit den Weihnachtsliedern, Weihnachtsliedern, von denen man nicht genug bekommt. Ja, Jingle Bells, Jingle Bells. Das ist hervorragend gemacht. Paradebeispiel für alles, was man so mit recht einfachen Mitteln, aber mit viel Kreativität halt machen kann. Ja. Driving Home for Christmas, okay, aber noch besser fand ich eigentlich dieses hier mit dem Elektroauto, Stille Nacht. Ja, reicht. Ja, da steht ein Wort, jeder weiß, was gemeint ist, man erkennt das Auto. Selbst wenn man nicht weiß, was für ein Auto das ist, ja, man erkennt sofort, worum es geht. Oh, ein Auto, stille Nacht, wow, da geht es um Elektromobilität. Ja, das ist für mich ein hervorragendes Beispiel. Und das machen die halt immer wieder, wenn man dann sich vielleicht noch so ein bisschen zurückerinnert. Vor einer Weile gab es, schon wirklich lange her, da jeder kennt von uns Ursula von der Leyen. Ja, da hatte Sixt das Beispiel und hatte eine nette Empfangsdame von Sixt hinter dem Empfangsschalter. Und es gab das Bild von Ursula von der Leyen und unten drunter stand dann halt von der Leyen oder von der Leyen. Ja, und jeder wusste sofort, was da war. Es war halt wirklich interessant, es war lustig, es war nett, es war kreativ, es war schön und es war reduziert auf ein einziges Bild. Dann brauchte man kein Bewegtbild zu, man brauchte nicht irgendwie eine großartige Erklärung. Es war einfach eine Geschichte, kurz gefasst in Social Media, perfekt transportiert. Toll. Ja, das sehe ich gerade hier. Ich glaube, das sieht jeder. Und zwar von Walter Steilmann. Der hat eben eine negative Erfahrung gemacht mit Sixt. Und zwar, dass da ein Differenzbetrag war und dass deshalb eben eine Inkassofirma ihn kontaktiert hatte. Und darüber ist er sehr enttäuscht. Das ist natürlich auch toll, dass quasi er seine schlechte Erfahrung hier mitteilt, weil das ist ja eine Belastung für ihn. Auch für die Firma. Und das ist ja nicht gut, wenn man das erlebt. Aber eben weil er das sagt, hat man jetzt eine Chance, halt auch darauf zu reagieren, um mit ihm Kontakt aufzunehmen und das irgendwie in Ordnung zu bringen. Insofern finde ich, ist das wenigstens ein Rückkanal, der einen gewissen Schmerz auslösen kann. Aber ansonsten eben, wie du sagst, eben ist das eben bezaubernd, wie kreativ eben der Erich Sixt mit seinem Team ist, auch mit Jung von Matt, dem Jean-Remy. Und ja, es ist eben, man sieht, dass sie sich echt mit viel Liebe einfach sich Ideen rund um Weihnachten entwickeln und auch eben den USPs ihrer Fahrzeugflotte oder ihres Mobilitätsangebots. Also sehr interessant. Marc, hast du noch ein drittes Beispiel vielleicht? Du weißt ja, alle guten Dinge sind drei. Und dann kriegt man so mal ein Gefühl dafür, wo wir heute da stehen oder was man da machen kann. Ja, das letzte Beispiel, was ich ausgesucht habe, ist ein relativ junges Beispiel. Also tatsächlich geht es da um die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, die uns heute Social Media auch so bieten. Also hier gibt es das Beispiel von Neustar e-Tourism, ein relativ junges Unternehmen und wirklich toll aufgebaut von dem Stefan und von der Julia. Und die haben auf Facebook und auf WhatsApp einen Adventskalender angeboten für den Tourismusbereich, wo man halt dran lernen konnte, bestimmte Dinge neu erfahren konnte, konnte man sich halt eintragen innerhalb von Facebook oder in WhatsApp. Ja, auf der Internetseite beworben war das. Und jeden Tag machte man ein neues Türchen auf im Messenger, also auf der privaten 1:1-Kommunikationsebene quasi, indem man sich weiterbilden konnte, indem man neue Sachen lernen konnte. Und das war für mich wirklich schon ein hervorragendes Beispiel, als sie es angefangen haben umzusetzen und als sie es beworben haben. Und jetzt, nachdem natürlich diese 24 Türchen offen sind, ja, hat es sich genauso bewahrheitet. Es war einfach. Man konnte sich halt anmelden, man hat sich angemeldet, man hat gesagt, ich mache mit, ja, zeig mir mehr, ich möchte diesen Adventskalender beitreten. Und dann ging jeden Tag morgens ein Türchen auf. Und dieses Türchen hatte immer einen mehrwertigen Inhalt. Man konnte also, erstens wurde man persönlich angeschrieben, aber man konnte lernen.
Ja, hier haben wir zum Beispiel diese erste Türchen, was ich jetzt zeige, das war das Türchen am 14. Dezember. Moin, moin, dein 14. Türchen weckt heute den Spieltrieb in dir. Lass deiner Fantasie freien Lauf und verblüff deine Gäste. Ja, ich mache das Türchen auf durch einen Klick. Dieser Gamification-Faktor ist dabei. Also ich muss noch ein bisschen selber meinen Spieltrieb dabei bedienen und klicke natürlich, weil das ist dieses aktive Aufmachen des Adventskalenders. Und dann kommt der erklärende Teil. Wir alle spielen gern, wenn du Ratespiele, Umfragen und Rankings auf deiner Webseite, im Blog oder Social Web nutzt. Steigt die Interaktion und Aufenthaltsdauer, steigt deine Reichweite durch Weiterempfehlungen, bindest du Gäste und erklärst dein Reisehighlight. Die Tools hierfür sind kostenfrei. Toll! Das sind einfach reduziert auf den Punkt gebracht mehrwertige Informationen. Und ich habe dann noch dazu die Möglichkeit, wie mache ich das denn? Und ich klicke, wenn ich klicke, kommt dann halt der nächste Tipp. Also Ahessa und Playbars bieten dir großartige Ratespiele, die du deine Webpräsenzen einbinden kannst. Nutze deine Sehenswürdigkeiten und Reisetipps, um die Gäste zum Spielen zu verführen. Hier haben wir ein paar Beispiele und die Links. Und wenn ich dann wiederum klicke, komme ich auf eine Webseite, die von dem Unternehmen betrieben wird, und dann zeigen sie halt auch tatsächlich diese Beispiele, wie sie funktionieren. Ja. Das dauert jetzt ein Momentchen eher. Wenn man ein bisschen mit runter scrollen, da haben sie halt diese Beispiele mit reingebaut, ja, wie man es dann machen kann und wie man es umsetzen kann. Und das ist wirklich hervorragend gelöst und toll umgesetzt. Ja. Also das zeigt ja nicht nur dieses Gesamtsystem, dass ich wirklich jeden Tag, obwohl viele dieser Tipps für mich nicht neu sind. Aber ich habe darauf gewartet, ich habe da gerne mitgespielt, ja, ich habe gerne geschaut, nicht hier aus diesem Gedanken so, hey, machen die das richtig? Oder zeigen die die richtigen Dinge, sondern nein, die haben es wirklich richtig toll gemacht. Und das ist dieses Nacherlebbare, dieses Miterlebbare, dieses Umsetzbare. Und das sind wirklich Dinge, die man heute umsetzen kann, ohne dass großartig Geld in die Hand genommen werden muss. Man braucht kein riesen Marketingbudget, sondern man muss sich einfach konzeptionell Gedanken machen und man muss Lust haben, diese Kreativität haben und ja, einfach den Spaß daran. Sehr schönes Beispiel. Ich finde, dass der Name Neuster E-Tourism, das klingt ja so, als ob die neue Ideen für den E-Tourismus quasi entwickeln und dass sie sich damit quasi eine Werbefläche geschaffen haben, indem sie das einfach mal gemacht haben eben. Und ich merke, wenn ich es lese, halt, dass das eben so gerade mit so Begriffen wie Apesta und Playbus, dass es das so Fachbegriffe sind von Tools, die es da eben gibt. Die sagen mir jetzt nichts, aber ich denke mir, für ihre Zielgruppe, nämlich die Multiplikatoren zu erreichen, ist das eben ein super Beispiel. Und ich glaube, dass das für viele der Zuschauer, die jetzt mit dabei sind, es sehr interessant ist zu überlegen, ob sie das eventuell für ihre Firma benutzen und vielleicht sogar mal mit der Firma in Kontakt kommen, um zu überlegen, wie kann ich für das kommende Jahr eben einen tollen Weihnachtskalender, einen Adventskalender eben basteln, der quasi interaktiv ist. Also ich finde auch diese Anwendung von Facebook auf Messenger mit persönlicher Ansprache und Interaktion, wenn man diese Reise, diese Customer Journey fein plant, und das zur Marke passt und irgendwie pfiffig ist oder authentisch, dann ist das wirklich eine sehr schöne Lösung. Da sieht man wieder, was da technisch möglich ist, wenn man mit diesen Kanälen. Mensch, Storytelling ist ja unser Thema, Storytelling in Social Media. Das erste Beispiel, was du gegeben hast, da ging es ja darum sozusagen, dass du deine Gefühle, die du entwickelt hast aufgrund der Wahlsituation in Amerika, dass du die kundgetan hast. Ich hatte den Eindruck, dass dir gut getan hat, darüber zu schreiben. Es hat dir gut getan, darüber zu sprechen, es herauszubringen, es mit anderen zu teilen, zu spüren. Da ist eine Gruppe von Menschen, die dich unterstützt, die das teilt. Und ich glaube, dass das uns bei vielen Dingen so geht, dass es uns gut tut, zu reden und zu sagen, was wir denken und fühlen. Da bin ich nach wie vor der Meinung, dass halt Social Media echt tolle Dinge bietet. Natürlich ist es toll, das mit der Familie und mit Freunden im direkten Kontakt zu machen. Aber ich bin zum Beispiel immer dankbar, dass ich jetzt auch mit Leuten einfacher reden kann, die halt sonst wo in Deutschland oder in der Welt leben. Und da kann ich meine Gefühle mitteilen. Insofern ist es nach wie vor ein ganz tolles, zukunftsfähiges Mitteilungsmedium, auch ein Interaktionsmedium, wie ich jetzt gerade sehe, zum Beispiel bei Skype, wenn wir dieses Video machen. Das zweite Beispiel, finde ich, ist halt ein Beispiel für mich, auch im Sinne der Heldenreise, von einem ganz pfiffigen Unternehmer, dem Erich Sixt, der schon in der dritten oder vierten Generation jetzt eben Autovermietung betreibt und der, glaube ich, seine wahre Leidenschaft im Marketing sieht. Und ich bin erstaunt, wie er quasi das, was er sonst auf Plakaten macht oder an Flughäfen,
was er hier quasi jetzt im Social-Media-Bereich macht und wie er, mit welcher Freude er das macht. Ja? Und da kam mir der Gedanke, dass natürlich eine Firma heute in erster Linie nicht mehr Autovermieter ist, sondern ein Medienhaus. Und ich finde immer, der das am ersten so schön dargestellt hat, war der Mateschitz mit dem Medienhaus Red Bull, weil er gesagt hat, naja, Dosen verkaufen, das müssen wir, das ist unsere Hauptaufgabe. Aber wenn wir nicht Aufmerksamkeit dafür bekommen, verkaufen wir keine mehr. Insofern fand ich das sehr pfiffig und interessant. Eben, aber was man auch gesehen hat, eben der Rückkanal für den unzufriedenen Kunden, der sich aus irgendeinem Grund ärgert, das finde ich auch ganz toll, dass da Möglichkeiten gibt, halt heute eine Firma, mit einer Firma anders zu agieren. Also es ist nicht mehr nur monolateral, sondern es ist wirklich also bilateral. Ja, und das dritte Beispiel eben mit dem Adventskalender fand ich eben außergewöhnlich innovativ und sehr detailliert. Also dafür vielen Dank für diese tollen Beispiele. Ja. Ich merke gerade, dass ich so Lust hätte, mit dir noch bestimmt noch eine weitere halbe Stunde zu reden, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass es mega interessant ist, mit dir viele Beispiele durchzuschauen und sich darüber Gedanken zu machen. Denn das Feld von Social Media ist einfach riesengroß. Und ich hatte vor kurzem einen Freund hier in München, der mir erzählt hat, eben, dass es ihm zurzeit nicht gut geht mit seinem Job und mit seinem Beruf. Der ist auch Freiberufler. Und habe ihn gefragt, was er denn so macht. Und dann sagt er, naja, ich habe wieder ein Buch geschrieben. Dann sage ich, ist ja super, du hast wieder ein Buch geschrieben. Dann sagt er, ja, das ist so meine Art, mich auszudrücken. Dann sagt er, ja, und wird es denn gekauft? Dann sagt er, naja, nicht so wirklich. Und wie läuft es mit deinen Buchungen? Dann sagt er, naja, nicht so gut. Dann sage ich, ja, warum? Dann sagt er, naja, ich habe zwar eine Webseite, aber eigentlich mache ich so Social Media mäßig gar nichts. Und da dachte ich mir, oh je, das ist gar nicht ungefährlich, weil wenn du nicht gefunden wirst, obwohl du gut bist, dann ist das sehr frustrierend. Und das, ganz ehrlich, ist mir nicht nur einmal passiert, sondern das ist mir dreimal passiert. Also ich habe Kollegen getroffen, die ich brillant halte und die es quasi mehr oder weniger nicht mehr in der Branche gibt. Und dann gab es vielleicht oder gibt es vielleicht verschiedene Ursachen. Aber eins ist ganz sicher, dass wenn ich nicht kommuniziere und mit Menschen in Kontakt bin, dann habe ich auch kaum eine Chance, mich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch weitere und neue Kunden zu finden, um mich auch zu platzieren in der Branche. Insofern habe ich jetzt quasi noch eine längere kleinen Einschub hier gemacht, lieber Thorsten. Was magst du noch zum Abschluss sagen, so für alle Fans des Storytanks und der Social Media? Was geht dir gerade so durch den Bauch oder durch den Kopf? Als allererstes gebe ich hier mal Bezug nehmend auf das, was du gerade gesagt hast, zum Teil recht. Ja, also tatsächlich ist es so, natürlich ist es so, wenn die Leute nicht kommunizieren, dann wird es immer schwieriger, da draußen irgendwie Fuß zu fassen oder sich von der Masse abzuheben, das stimmt. Wenn der Buchautor da draußen nicht sehr erfolgreich ist oder nicht sehr erfolgreich agiert, dann kann das natürlich unterschiedlichste Themen und unterschiedlichste Probleme haben. Also das muss nicht zwingend nur an Social Media liegen, das kann auch am Buch liegen. Aber wenn er gut ist, dann ist Social Media tatsächlich ein hervorragender Kanal, der nutzbar ist, um das Ganze weiter nach außen zu tragen und viele, viele schöne Dinge zu machen. Ja, ich freue mich total auf 2017. Also ich weiß nicht, was uns diese ganze Entwicklung da noch so weiter bringt. Ich glaube tatsächlich, dass das Gesamtthema Marketing-Automation, also diese Messenger-Bots und sowas, deutlich einen Zugewinn haben werden oder deutlichen Zugewinn haben werden, dass diese Automation steigen wird, dass wir die Möglichkeit haben werden, auch mehr personalisierte Dinge zu machen mit diesen ganzen Big Data-Konzepten und Co. Da mag man Angst vor haben, aber auf der anderen Seite ist es auch eine Riesenchance. Ich glaube, dass dieses Gesamtbild Storytelling noch viel besser umgesetzt wird, dadurch, dass uns noch bessere technische Möglichkeiten gegeben werden. Also Live-Video jetzt auf Facebook, die 360-Grad-Geschichten, aber auch Live-Audio, was diese ganzen Dinge wie Live-Podcasten plötzlich ermöglicht. Also Radioübertragung, wenn wir da draußen sitzen und wir sprechen einfach eine Runde und wir übertragen nach drinnen und das Netzwerk hört uns zu und Möglichkeiten, diese ganzen Dinge zu machen, das wäre fantastisch. Also ich glaube tatsächlich, dass es an vielen Ecken gute Möglichkeiten gibt, gute Geschichten gut zu erzählen. Und Social Media ist eine davon. Lieber Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke.